Hier bekommen Sie einen kleinen Einblick, wie Sie sich schnell Zahlen abspeichern können, wie zum Beispiel PIN-Nummern oder Geheimzahlen. Hierfür muss ich erst die Ziffern, die rationalen Ziffern von 1 bis 9, in ein Symbol verwandeln, weil Symbole für unser Gehirn leichter zu verarbeiten sind. Beginnen wir doch gleich mal mit der 1. 1, das ist für mich der Daumen. 1, klar. 2, das ist für mich ein Zwilling, liegt auch sehr nah beieinander. 3, das ist für mich ein Dreirad. 3 und Dreirad. 4, das ist für mich ein Tisch mit 4 Tischbeinen. 5 ist für mich die Hand, hat 5 Finger. 6 ist für mich Lotto, ein Sechser im Lotto, auch irgendwie klar. 7 sind für mich die 7 Zwerge. 8 ist die Achterbahn. 9 sind die 9 Kegel. Und 0, das könnte für Sie ein Ei oder ein Schwemmring sein, je nachdem, wie Sie das gerade wollen. Jetzt werden wir das an einem konkreten Beispiel üben. Zum Beispiel an einer PIN-Nummer. 3, 2, 7, 5. Aus den Symbolen, die ich Ihnen gerade erzählt habe, können wir nun eine sehr kreative und auch fantasievolle Geschichte machen. 3. Das war bei uns das Dreirad. Stellen Sie sich vor, auf diesem Dreirad sitzen zwei Zwillinge drum. 3, 2. Und die fahren gerade mit ihrem Dreirad zu den 7 Zwergen. 3, 2, 7. Und aber auf dem Grundstück von den 7 Zwergen steht eine Hand und auf dieser Hand steht Stopp, hier bitte nicht weiter. 3, 2, 7, 5. Sie sehen, diese rationale Zahl haben Sie nun in eine Emotion verwandelt, was für Ihr Gehirn wesentlich leichter ist, dies abzuspeichern. Gut, und jetzt noch ein längeres Beispiel für Sie zum Üben.